Hi, mein Name ist Luca Noel und millionenmal habt ihr meine Musik gehört, aber niemand weiß so wirklich, wer ich bin und wie die letzten Jahre bis hierher verlaufen sind. In den nächsten Wochen werde ich euch meine Geschichte erzählen. Eigentlich wollte ich das nie machen, weil es mir unglaublich schwer fällt, über das, was passiert ist und vor allem meine Gefühle zu reden. Aber ich will, dass ihr mich und auch meine Texte endlich ein bisschen besser versteht. Das sind meine 7 Leben. Erstes Leben, ein ungewolltes zweites Zuhause. Ich wusste, dass Mama und Papa schon lange nicht mehr das Paar sind, wie es damals war, als ich noch ganz klein war. Immer mal wieder höre ich es unten schreien und die Türen schlagen. Aber heute war ein anderer Tag. Heute war es ganz ruhig in unserem Haus, nicht so wie sonst. Meine 2 jüngeren Geschwister und ich lagen im Bett, als ich hörte, wie meine Mutter erst in das Zimmer meiner Schwester und dann in das meines kleinen Bruders reinkam und sagte, dass sie jetzt erstmal woanders hinziehen würde, aber es sei schon alles nicht so schlimm. Bei uns waren Gefühle irgendwie nie so ein Ding und es war umso komischer, alle weinen zu hören. Ich war als Letzter dran, aber wusste natürlich schon, was jetzt gesagt wird. Ich schwieg nur und wusste nicht so wirklich, was gerade passierte, obwohl ich als ältester Sohn die letzten Jahre des Streits ja mitbekommen habe und schon wusste, dass es besser für alle wäre, wenn meine Eltern jetzt getrennte Wege gehen. Danach wurde noch mehr geschrien als sonst und irgendwann schlug das letzte Mal die Tür zu. Ab hier wurde irgendwie alles anders, obwohl so Scheidungen ja heutzutage sehr oft passieren. Auf einmal wird verlangt, sich für eine Partei zu entscheiden, obwohl man das nicht will. Und auf einmal waren wir 3 oft alleine und mussten schneller erwachsen werden als andere Kinder, die jeden Abend schön gemeinsam mit der Familie essen. Und das war der Beginn eines neuen Lebensabschnittes, ob wir wollten oder nicht. Ich bin mittlerweile von meiner Abschlussfahrt der 10. Klasse zurück und es ist mittlerweile alles etwas normaler geworden. Papa spricht nicht wirklich darüber und Mama haben wir alle als Schuldige abgestempelt. Sie hat uns verlassen. Wir konnten das damals nicht wirklich sortieren und haben uns einfach für die Person entschieden, die noch bei uns war. Papa hatte es wirklich nicht leicht. Ein handwerklicher, anstrengender Job und 3 nicht wirklich leicht zu handelnde Kinder, die sich wie so oft wieder die Köpfe einschlugen. Ich dachte auf einmal, ich wäre jetzt als Ältester mitverantwortlich für Dinge, die meine Geschwister dürfen oder nicht dürfen. Und das ist offensichtlich oft mal in die Hose gegangen. Es gab Tiefkühlpizza oder Mikrowellenpommes, was wir jetzt nicht wirklich schlimm fanden. War halt so. Gegessen haben wir, wann wir wollten und wir haben uns irgendwie einigermaßen organisiert in diesem Chaos. Aber ich merkte, dass Papa gerne mal ein bisschen zu viel trank oder abends erst spät nach Hause kam. Das machte mir Sorgen, aber aussprechen konnte ich es nicht, da er mir auch irgendwie leid tat. Verlassen von seiner Frau und alleine mit seinen anstrengenden Kindern. Irgendwie habe ich ihn verstanden, aber irgendwie hatte ich immer ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich gesehen habe, wie er immer ruhiger und besorgter wurde. Zweites Leben. Plötzlich sah er im Internet, aber wer bin ich eigentlich? Meinem Papa ging es schlechter, aber der Alltag kehrte ein. Langsam bekamen meine kleinen Geschwister und ich ein schlechtes Gewissen, da wir uns nicht bei unserer Mutter meldeten und sie alleine in ihrer Wohnung saß, in ihrer neuen Wohnung, unserem neuen zweiten Zuhause, was wir noch gar nicht kannten. Irgendwie verrückt. Ich dachte mir aber in meinem egoistischen Kopf, dass es schon richtig sei und sehe jeden Tag, wie schlecht es meinem Vater damit geht und war mir sicher, sie ist die Schuldige für das Ganze. Ich fing an, mich mit meinem Vater zu streiten. Wir schubsten uns rum und ich rannte weg von zu Hause, nur um dann 1 bis 2 Stunden später wieder zurückzukommen. Es war ein dauerhaftes Gefühl von Mitleid und Hass gegenüber allem, was gerade so passiert. Ich fing an, mich in mein Zimmer einzusperren und startete zu livestreamen und Leute zu belustigen, um mich selber für eine Stunde am Tag auf andere Gedanken zu bringen. Dieses Kontrastprogramm gefiel den Leuten und es schauten immer mehr Menschen zu, wie ich irgendein Zeug redete. In der Schule und meinem Freundeskreis war ich nie der, der für seine Ziele, einmal Musiker zu werden, wahrgenommen wurde. Hier im Internet hatte ich zwar nicht mit der Musik, aber mit lustigen Gerede Menschen, die zu mir aufschauten und sich wirklich zu Fans von mir entwickelten. Fans von einem komplett verwirrten 16-Jährigen, der nie ein Wort darüber sprach, was eigentlich sonst in seinem Leben passierte. Auf einmal war ich sowas wie ein kleiner Star im Internet. Ich war viel unterwegs, mal in Berlin, mal in Köln. Hunderte Mädchen kamen zu unseren Fantreffen und ich war manchmal über einen Monat nicht zu Hause. Ich verdiente gutes Geld und musste mir keinen Kopf darüber machen, was zu Hause passierte. Ich distanzierte mich komplett von meinen alten Freunden und auch von meinem besten Freund. Die anderen waren wahrscheinlich nie wirklich meine Freunde, belächelten auch alles, was ich im Internet so tat. Und ich war immer eben der komische Typ, der anders war. Aber da war noch mein bester Freund, der immer hinter mir stand und mich bei allem, was ich so tat, unterstützt hatte. Auf einmal merkte ich, dass ich in so einer Parallelwelt gelebt hatte und es so genossen hatte, jemand zu sein, der ich vielleicht gar nicht bin, dass ich meine Familie und meinen besten Freund völlig vergessen hatte. Immer mehr meiner neuen Freunde kehrten mir den Rücken zu, als meine Hochzeit irgendwann langsam abflachte. Auf einmal habe ich verstanden, wie temporär dieser Erfolg im Internet ist und was ich eigentlich mit meinem Höhenflug verursacht habe. Mit meinem besten Freund hatte ich jetzt schon über ein Jahr keinen Kontakt mehr und auf die Liebe wollte ich mich gar nicht erst einlassen. Ich meine, ich habe ja gesehen, wie es bei meinen Eltern geendet hatte. Und auf einmal lag ich wieder in meinem Kinderzimmer, komplett alleine, keine Schule, keine Ausbildung, keine Freunde und einem Vater, der mittlerweile nicht mehr so viel im Griff hatte. Drittes Leben. Alles verloren und jetzt? Ich stürzte mich auf einmal wieder voll auf die Musik und saß manchmal tagelang in meinem Zimmer.
Irgendwie war es so ein Kamikaze-Gefühl. Ich habe doch eh nichts mehr zu verlieren. Ich wollte schon immer Musiker werden und dachte mir, warum sollte ich das nicht schaffen? Ich schrieb Songs, zeigte sie meinem Vater, dem es schwerfiel, mich zu loben. Ich nehme ihm das heute nicht wirklich übel, da er, glaube ich, mächtig stolz auf mich ist, aber irgendwie es mir nicht sagen kann. Es war ein dauerhaftes Ankämpfen gegen alle, die der Meinung waren, ich sollte lieber etwas Anständiges lernen, wieder zur Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Jahre später verstehe ich sie, glaube ich. Niemand aus meiner Familie hatte irgendetwas mit Musik zu tun und ich war selbst alles andere als talentiert. Doch irgendwie hatte ich immer das Gefühl, dass da irgendwas in mir ist, was es besonders macht. Ich wusste damals noch nicht, dass es Jahre noch brauchen würde, bis die ersten Erfolge kommen sollten. Ich lernte parallel jemanden aus meinem Dorf kennen, mit dem ich mich jetzt regelmäßig zum Kiffen traf. Irgendwie hat das alle Probleme und Zukunftsängste für den kurzen Moment komplett ausgeblendet. Nach ein paar Monaten bin ich nur noch rausgegangen, wenn wir Geld für Gras hatten und habe mich sonst entweder depressiv in meinem Bett verzogen oder neue Texte geschrieben. Irgendwann wollte ich etwas ändern und habe mich mit meinem Vater zusammen für einen Job im Getränkemarkt beworben. Mein Job war sehr monoton und mein Chef ungefähr das größte Arschloch, was ich bis heute kennenlernen durfte. Aber so konnte ich mir meine Sucht finanzieren und hatte etwas zu tun. Ich wusste nicht, wie ich das mit der Musik jetzt am besten starten sollte und hatte auch keine Kohle, mir Produktionen oder sonstiges zu leisten. Also hatte ich es erstmal dabei belassen, zu schreiben, besser zu werden, mich vollzudröhnen und im Lager zu arbeiten, bis ich einen Mann kennenlernte. Viertes Leben, der Mann mit den zwei Gesichtern. Ich hatte immer wieder Songs, die ich geschrieben hatte, auf meinem mittlerweile völlig inaktiven Instagram-Account hochgeladen und mich über ein paar positive Kommentare gefreut. Im Getränkemarkt fing ich an, anderen Musikern zu schreiben, ob sie einen Manager hätten und wie dieser heißen würde. Ein Musiker hat mir wirklich geantwortet und mich mit seinem damaligen Manager verbunden. Wir trafen uns auf einen Kaffee, obwohl ich zu dieser Zeit gar keinen Kaffee mochte, und haben lange geredet. Irgendwas sah der damals für mich unbekannte Mann in mir und schlug vor, das doch mal auszuprobieren, aber mit deutscher Musik. Ich war Feuer und Flamme, da ich den ersten Menschen gefunden hatte, der irgendwas in mir gesehen hatte und mich fördern wollte. Ich fuhr glücklich mit der S-Bahn 40 Minuten nach Hause und schrieb ab diesem Moment unglaublich viele Songs. Ich hatte endlich gemerkt, wie viel besser man seine Gefühle in Deutsch aufs Papier bringen konnte, und dann ging die Reise los. Hätte ich damals gewusst, was ab hier noch alles passieren sollte. Die Anfänge waren eigentlich positiv. Der erste Song stand vor der Tür, wir hatten ein Musikvideo gedreht und ich dachte innerlich schon, dass dieser Song mein Durchbruch sein wird. Naives Denken eines 17-Jährigen eben. Zu dieser Zeit kam ich auch nach über einem Jahr das erste Mal wieder mit meiner Mutter zusammen. Ich hatte mich damals in ein Mädchen verguckt und wollte während des Stadtfestes dann etwas finden, wo ich mit ihr die Nacht verbringen kann. Ich schrieb also meiner Mutter und die freute sich, war aber natürlich auch verwirrt. Ihr Sohn, der sie in ihren Augen jetzt schon eine so lange Zeit komplett hängen gelassen hatte, kommt auf einmal mit irgendeinem Mädchen an. Aber wie Mütter eben sind, konnte sie das dann auch nicht abschlagen und ich kam das erste Mal in ihre Wohnung. Mein eigentliches zweites Zuhause. Es war wahrscheinlich einer der komischsten Momente meines Lebens, da in dieser Wohnung. Auf einmal standen sich Mutter und Sohn gegenüber, die über ein Jahr aufzuholen hatten, aber eben auch meine Bekanntschaft und der neue Freund meiner Mutter. Ich habe mir geschworen, niemals einen Vaterersatz anzunehmen, aber in diesem Moment dachte ich, dass ich es jetzt erstmal gut sein lasse. Er machte einen netten Eindruck und auf einmal war ich wieder bei meiner Mutter. Am nächsten Tag reden wir stundenlang. Ich musste mir viele Vorwürfe anhören und habe gemerkt, dass da nicht sonderlich viel Verständnis für mich war. Ich nahm es aber hin, weil ich den Streit und das Chaos satt hatte. Ab diesem Moment hatte ich auf einmal zwei zu Hause und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Mit der Musik passierte nicht sonderlich viel. Ich dachte damals, dass es unfassbar gut sei, aber mein neuer Manager machte mir schnell bewusst, dass es noch lange nicht das sei, was funktionieren kann. Ich sollte realistisch sein, hart arbeiten, keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen und auf keine Partys gehen. Von Frauen sollte ich auch Abstand halten, da diese mich ja ablenken könnten. Da mein Vater immer mehr abrutschte, war mein neuer Manager schnell irgendwie sowas wie ein Vaterersatz für mich. Und ich hörte auch auf ihn. Ich meine, ich wusste damals nicht, wer ich bin, wer ich werden will oder sonst irgendwas. Aber mit ihm hatte ich eine Person gefunden, die an das glaubte, was ich tue. Wir haben ab diesem Moment sehr viel Zeit miteinander verbracht, haben an neuen Songs geschrieben, Visionen geteilt und mir wurde jeden Tag mein Standpunkt klar gemacht. Wenn ich zu Hause war, habe ich aber genauso weitergemacht wie zuvor. Nächtelang mit den Menschen verbracht, die mir nicht gut getan haben. Drogen, Alkohol und irgendwelche Dorfpartys. Irgendwann wurde ich von meinem Manager zur Rede gestellt und ich sollte mich entscheiden, ob ich weiter so machen will, wie ich es gerade tue und für immer in diesem Dorf hängen bleibe oder endlich meine Zukunft anpacken will. Wofür ich wirklich unendlich dankbar bin, weil ich glaube, ohne ihn hätte ich diese Kurve nicht bekommen. Wir saßen also zusammen und schrieben gemeinsam Bewerbung um Bewerbung. Irgendwie verrückt, dass eigentlich ein noch fremder Mann das mit mir machte. Und was macht mein Vater eigentlich im Moment? Absage um Absage kam von den verschiedensten Firmen und ich hatte das erste Mal wirklich Angst, dass ich mir meine Zukunft schon verbaut hatte. Doch dann kam wirklich eine Zusage. Fünftes Leben. Ausbildung, Abendschule, Nebenjob und nachts arbeiten, anstatt zu träumen. Ich fing eine Ausbildung als Mediengestalter an und meldete mich für die Abendschule, um mein Fachabitur nachzuholen. Das war der Moment, an dem sich irgendwie alles in meinem Kopf änderte.
Mein Tag bestand nun daraus, jeden Tag von 8 bis 16 Uhr in der Ausbildung zu sitzen und Dienstag und Donnerstag dann noch von 17 bis 21 Uhr in der Abendschule mein Fachabi zu machen. In der freien Zeit arbeitete ich weiter in einem neuen Getränkemarkt, um mir meine schulische Ausbildung zu finanzieren. Nachts habe ich dann an neuen Songs gesessen, um irgendwie mein wirkliches Ziel, die Karriere als Musiker, nicht aus den Augen zu verlieren. Mein Manager wurde immer negativer mir gegenüber und machte mich mit seinen Drohungen, mich fallen zu lassen, irgendwie abhängig von ihm. Wenn er sagte, du wirst erfolgreich und alle werden deine Musik hören, war ich auch dieser Meinung. Wenn er einen schlechten Tag hatte und sagte, ich würde das niemals schaffen, lag ich in meinem Bett und habe geweint. Das zog sich eigentlich über meine gesamte Ausbildung und es war ein dauerhaftes Hin und Her. Songs schreiben, die Hoffnung, es wird größer als sonst und wie jedes Mal die Enttäuschung, weil es niemand interessiert. Man hört ja immer, wie oft die Menschen vor ihrem Erfolg ans Aufhören dachten, aber das war bei mir irgendwie anders. Ich dachte jeden Tag, schlimmer kann es ja nicht werden und hatte jeden Morgen neue Motivation, noch härter dafür zu arbeiten. Meine Ausbildung war irgendwie nur Mittel zum Zweck und ich zog das 3 Jahre lang durch, bis ich Mitte 2022 wirklich mein Fachabitur und mein Ausbildungsschreiben in der Hand hielt. In der Zwischenzeit habe ich noch einen kleinen Halbbruder bekommen, der wie mein richtiger Bruder war. Bei meiner Mutter war Happy Family und bei meinem Vater ging alles weiter bergab. Ich habe ihm trotzdem alles verziehen, weil es eben mein Vater ist. Der Krieg zwischen meinen Eltern hat sich auch nicht gelegt und jedes Weihnachten war aufs Neue irgendwie beschissen. Wir waren im schönen neuen Haus meiner Mutter und meines Stiefvaters und mein Vater saß alleine zu Hause mit einer Flasche Rotwein. Mein Vater meinte immer, es sei schon in Ordnung, aber mir zerbrach es jedes Mal aufs Neue das Herz. Aber so ist es eben. Wir redeten weiter nicht darüber, so wie über alles, was in den letzten Jahren so passierte und ich merkte, dass ich das auch einfach nicht kann. Wirklich über Gefühle reden war bei uns immer so ein No-Go und deshalb habe ich das auch einfach all die Jahre in mich reingefressen. Ich glaube jetzt gerade, wenn ich das hier aufnehme, ist der erste Moment, an dem ich wirklich alles einmal reflektiert habe und auch irgendjemand anderen erzähle. Mit meinem Manager war es jetzt schon seit Jahren irgendwie eine komische Beziehung. Was er sagte, stimmt und wenn ich was dagegen sagte, werde ich ignoriert oder bombardiert mit Nachrichten, die mich jedes Mal aufs Neue trafen. Mitte 2022 war es dann soweit und er beendete die Zusammenarbeit mit mir. Ich dachte, dass es jetzt gewesen sei. Für mich war er damals auch immer noch ein Vorbild, da ich das alles noch nicht so reflektieren konnte, wie ich es jetzt tue. Ich hatte nach wie vor kein Geld und lebte von den 300 bis 400 Euro aus dem Getränkemarkt, bis ich mich im August mit einem alten Freund traf, mit dem ich damals meinen dritten Song 2018 schrieb, wo du mich findest, hieß er. Wir wollten eigentlich nur mal wieder etwas Musik machen und trafen uns. Nach langen, deepen Gesprächen fingen wir spät abends an, den ersten Song zu schreiben. Und es entstand mein mit Abstand größter Song. Sechstes Leben, die Wendung ins Negative, Positive. Als wenn es ein Zeichen gewesen wäre, trennte ich mich nach über 5 Jahren von meinem Manager, der mich völlig abhängig von sich machte und der erste Song, den ich ohne ihn völlig alleine veröffentlichte, funktionierte direkt. Flo produzierte den Song und streckte das Geld fürs Mixing vor, da ich ja nach wie vor kein Geld hatte. Wir beide glaubten so sehr an den Song und Anfang November wurde er dann endlich veröffentlicht. Wir brainstormten und produzierten TikTok-Videos ohne Ende und auf einmal hat es funktioniert. Der Song wurde plötzlich über 50.000 Mal am Tag gehört und plötzlich waren da über 500.000 Menschen, die regelmäßig meine Musik hörten. Und dann begann auf einmal ein kompletter neuer Lebensabschnitt. Ich studierte mittlerweile in Mannheim an der Popakademie und bin von zu Hause ausgezogen. Meine Mutter supportet mich, aber ich sah sie und meinen kleinen Bruder leider viel zu selten. Auf einmal wollten alle die Menschen was von mir, die davor nie an das geglaubt hatten, was ich da in meinem Kinderzimmer machte. Aber irgendwie wurde nicht alles sonderlich besser. Mein Kopf war nach wie vor unglaublich laut und man gewöhnte sich relativ schnell an Erfolge und Zahlen. Ich kann mich leider nicht lange über Dinge freuen und nach 5 Minuten will ich direkt höher und weiter. Ich fing an viel zu trinken und irgendwie muss ich immer aufs Ganze gehen. Ein Getränk geht nicht, es müssen 7 sein. Von außen betrachtet bin ich endlich meinem Traum ein weites Stück näher, doch innerlich sind die Selbstzweifel irgendwie lauter denn je. Mit meinem Vater habe ich mittlerweile leider keinen Kontakt mehr, obwohl ich ihm so gern all das erzählt hätte, dass mein erster Label-Deal bevorsteht und meine Musik jetzt millionenmal gehört wird. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich ihm wie in so einem Film mit meinem ersten Vorschuss seine Schulden bezahle, aber je mehr Wochen und Monate vergingen, an denen er mich ignoriert und links liegen gelassen hat, desto mehr war mir irgendwie egal, was er macht oder in welchen Problemen er sich befindet.